Servus und hallo, liebe Messerfreunde. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe kürzlich ein Video gemacht, ein Vergleichsvideo über das Icon Kampfmesser 2000 und über die Kopie, über das Miltec 440. Falls ihr das erste Video nicht gesehen habt, ist es vielleicht sinnvoll, wenn ihr euch das zuerst anschaut. Ihr findet den Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung. Dann guckt euch zuerst dieses Video an und dann macht ihr vielleicht mit dem hier weiter. Inzwischen habe ich sehr viel gemacht mit diesen beiden Messern, das möchte ich euch hier in dem Video zeigen, und außerdem sind mir noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die noch erwähnenswert werden, also Unterschiede an dem Messer sowie auch an der Scheide. So, liebe Freunde, als erstes würde ich gerne auf die zwei Scheiden hier nochmal drauf zukommen. Und zwar, das hier ist die von Miltec, das hier ist die von Icon. Ich habe schon beim ersten Video erwähnt, dass die von Miltec hier oben diese Kappe aus Kunststoff hat und die von Icon hat diese Kappe hier aus Metall. Bei Icon ist es der Nachteil, dass wenn man das Messer hier einführt in die Scheide und hier über diese Kante dann drüber reibt, sage ich jetzt mal, dann wird das Messer stumpf mit der Zeit. Dann haben wir hier bei Miltec, das ist halt ein Kunststoffteil, haben wir halt das Problem, dass hier vom Wellenschliff der Klinge hier sich eine Kerbe bildet mit der Zeit. Ja. Das Ganze lässt sich ganz einfach vermeiden, indem man das Messer, wenn man es in die Scheide einführt, immer nach oben drückt mit dem Klingenrücken. Ja. Also nicht so darunter und dann reinschiebt, sondern nach oben drückt mit dem Klingenrücken und dann so in die Scheide steckt. Dann passiert das schon mal nicht. Dann habe ich festgestellt, dass die Druckknöpfe bei der Icon-Scheide relativ streng auf und zu gehen. Also das ist hier bei der Scheide von Miltec anders. Die Druckknöpfe sind hier etwas leichtgängiger. Also ich finde persönlich jetzt das besser, dass es ein bisschen einfacher zu öffnen geht, weil hier bei Icon geht es wirklich schon ziemlich streng, die Druckknöpfe auf und zu. Das ist halt Geschmackssache. Also deswegen ist jetzt, das ist jetzt für mich kein Kritikpunkt an irgendeiner der beiden Scheiden, dass also hier die Druckknöpfe schwergängiger sind bei der Originalscheide von Icon. Dann ist mir noch aufgefallen, was ich beim letzten Video vergessen habe, dass die Molle-Schlaufe hier beim Icon bis ganz oben durchgeht. Und beim Miltec hört es hier an dieser Stelle schon auf. Das ist jetzt auch kein wirklicher Kritikpunkt, das ist einfach nur eine Feststellung. Dann hatte ich im letzten Video erwähnt, dass hier bei der Scheide von Miltec das Messer zu leicht reingeht, beziehungsweise die Feder nicht stark genug ist. Das Thema habe ich inzwischen beseitigt. Ich baue das mal kurz auseinander hier. Was ich noch sagen muss, hier ist normalerweise diese Schärfplatte, diese Diamantschärfplatte drauf. Ich habe die weggemacht bei beiden Messern, weil ich wissen wollte, was da drunter ist. Und da ist bei beiden Messern ist hier ein Loch. Warum auch immer. Vielleicht kann mir das irgendwie jemand erklären, warum da dieses Loch in der Scheide drin ist. Also wie gesagt, das ist hier beim Icon genau das Gleiche. Ich nehme das mal kurz auseinander, weil ich wollte euch was zeigen. Wenn ich hier jetzt, sagen wir mal, reindrücke, das Teil hier, das geht ein bisschen schwer. So, dann kann ich diesen Ring hier oben entfernen. Das ist beim Icon genau das gleiche, nur dass da dieses Teil hier aus Metall ist. Das kann ich entfernen und dann habe ich hier die Feder, die das Messer festhält. Ja. Ihr könnt jetzt diese Feder hier mit einer Zange ein bisschen verbiegen und auf diese Art und Weise könnt ihr das beeinflussen, ob das Messer straffer in der Scheide sitzt oder leichtgängiger in der Scheide sitzt. Ja. Also das ist, das kann man selber machen. Das funktioniert beim Icon genau gleich. Da gibt es auch diesen Druckknopf hier, dass man das Teil oben abziehen kann. Dann könnt ihr, wie gesagt, die Feder rausziehen und könnt die mit der Zange ein bisschen zurechtbiegen, so dass das für eure Bedürfnisse am besten funktioniert. Das wird einfach nur wieder hier so drauf gesteckt, das Teil, und dann rastet das ein. Und das war es eigentlich schon. So, was mir noch bei den Messern aufgefallen ist, da gibt es auch ein paar kleine Unterschiede, die ich beim letzten Video vergessen habe zu erwähnen, beziehungsweise die mir erst später aufgefallen sind. Zum einen ist hier das Lanyard-Loch beim Miltec größer als beim Icon. Und zwar habe ich das mal nachgemessen, das ist hier innen 6 mm im Durchmesser das Loch und hier beim Icon sind es nur 4 mm.
Also für denjenigen, wo das eventuell interessiert. Dann haben wir hier einen unterschiedlichen Anschliff in der Klinge. Das habe ich beim letzten Mal auch nicht erwähnt. Und zwar ist hier der Klingenspiegel beim Original, beim Icon, deutlich höher als hier beim Miltec. Oder anders ausgedrückt hier, die Primärphase ist beim Icon kürzer als hier beim Miltec. Beim Miltec ist sowieso die Klinge 1 mm dünner als beim Icon. Das heißt hier, die Klinge ist 4 mm stark, da ist sie 5 mm stark. Das heißt, das Miltec ist tatsächlich leichter zum Schärfen, aufgrund, dass die Klinge also einen sehr spitzen Winkel unten hat. Im Gegensatz zum Icon, wo der Winkel größer ist, ist das hier leichter zum Schärfen als das Icon. Also das Miltec ist tatsächlich deutlich schneidfreudiger als das Icon. Der Vorteil beim Icon ist natürlich jetzt, dass das durch den Millimeter mehr an Klingenstärke etwas stabiler ist, wenn man so grobe Arbeiten wie jetzt irgendwas auseinanderhebeln oder sowas mit dem Messer ausführt. Also wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ich habe inzwischen sehr viel mit den beiden Messern gemacht. Das möchte ich euch jetzt hier nicht vorenthalten an dieser Stelle. Also viel Spaß beim Anschauen, Film ab. Ja, was haben wir alles gemacht mit den Messern? Unter anderem graben. Also wir haben hier eine kleine Plantage bei uns neben unserem Haus oder neben unserem Grundstück und da sind Maniokapflanzen unter anderem. Manioka ist so was wie eine Art Kartoffel, so kann man sich das vorstellen. Ist so eine der Hauptnahrungsmittel hier bei uns in Argentinien und das haben wir jetzt hier ausgegraben. Dazu habe ich beide Messer hergenommen, immer abwechselnd ein bisschen gegraben. Einmal mit dem Icon, einmal mit dem Miltec. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben hier bei uns in der Plantage so kleine Bäume stehen oder ich sag mal Büsche stehen. Die sind hier wild gewachsen, die müssen entfernt werden, also die werden sowieso weggemacht. Und das ist hier wie gesagt unsere Plantage, also ist das kein Problem. Ich habe das jetzt hier genutzt und habe einen da hergenommen, um die beiden Messer zu testen. Also ich habe jetzt da einen quasi gefällt, sage ich jetzt mal. Einmal mit dem Miltec und dann mit dem Icon und ich habe das Video hier extra nicht geschnitten, damit ihr seht, wie relativ zügig das gegangen ist, das Ganze. Also der Stamm, der war ungefähr so Handgelenk, Unterarm dick. Batonieren gehört natürlich dazu. Ich habe hier extra zwei Hölzer rausgesucht, die aus dem gleichen Material sind und ungefähr gleich dick sind, damit das auch ein richtiger guter Vergleich wird. Das hier ist Zedernholz und im Anschluss habe ich noch Eukalyptusholz, was hier schon fertig geschnitten war, also so dünne, so ich sag mal so kleine Balken, habe ich dann auch noch gespalten mit diesen beiden Messern. Also hier habe ich wirklich kurz überlegt, ob zu dem Manioka heute Abend nicht vielleicht Hühnchen ganz gut dazu passen würde, aber das habe ich mir dann verkniffen, weil dann würde dieses Video hier bei YouTube sehr wahrscheinlich zensiert werden. Hier nochmal das Spalten von dem Zedernholz und von dem Kantholz. Das ist also, wie gesagt, das Rundholz war Zedernholz und diese Kanthölzer hier, die sind Eukalyptusholz. Ja, und hier im Hühnerstall, da haben wir eine Holzkiste gehabt, die zerlegt werden musste. Da habe ich zum einen hier mit der Klinge einmal die Bretter runtergehebelt. Und dann im Anschluss auch noch hier mit der Rückseite vom Griff, da wo der Erl ein Stück weit raussteht, das als Hammer genutzt und die Bretter quasi rausgekloppt.
So, und hier zu guter Letzt habe ich den Wellenschliff genutzt, um die Blüte von dieser Bananenpflanze abzutrennen. Das ist mal was anderes, wie immer nur mit dem Wellenschliff ein Seil oder ein Paracord zum Durchschneiden. Ja, liebe Freunde, und nachdem ich mit den Messern hier so viel gearbeitet habe, ist folgendes Problem bei dem Miltec aufgetreten. Schaut mal bitte. Ja, dieses Klappern von dem Griff beim Miltec ist ein bekanntes Problem. Das kann man auch bei den Rezensionen in Amazon nachlesen. Das wird da öfters bemängelt. Die meisten gehen hin und machen einen Streifen Klebeband auf die Klinge und machen das dann wieder in den Griff rein. Ich habe das jetzt hier anders gelöst. Also ich bin hingegangen, habe hier eine Bierdose zerschnitten. Das habe ich natürlich mit dem Miltec gemacht, das Grobe zumindest am Anfang mal. Dann bin ich hingegangen und habe die Klinge bzw. das Stück, was im Griff drin ist, hier auf die Bierdose oder auf das Blech übertragen mit einem Filzschreiber. Zwei Stück davon, das habe ich dann hier mit einer kleinen Schere ausgeschnitten. Dann hier da wo die Schraube später durchgeht, das Loch reingemacht. Und dann habe ich die Klinge wieder in den Griff eingeführt und diese zwei Blechstreifen, einen rechts, einen links, von hinten quasi zwischen die Klinge und den Griff mit eingeschoben. Dann zum Schluss noch die Schraube gut festgezogen und siehe da, da klappert nichts mehr. Also ihr habt jetzt hier das Video gesehen und da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen eure eigene Meinung dazu machen. Ich packe beide Messer in die Videobeschreibung mit rein. Das sind Links zu Amazon, wo ihr da auf die Produkte kommt bei Amazon. Einmal hier das Miltec für 30 Euro. Denkt dran, die Klinge ist normalerweise schwarz, ja, schwarz beschichtet. Ich habe das hier runtergeschliffen. Das sieht im Original nicht so aus wie hier. Also ist richtig schön schwarz. Das Miltec für 30 Euro einmal und dann packe ich euch das Icon Kampfmesser 2000, das ist übrigens auch original, komplett schwarz, mit rein. Das kostet 180 Euro. Ja? Also das Icon ist 6-mal teurer als das Miltec. Ihr könnt jetzt da selber entscheiden, was ihr für besser haltet. Für mich sind beide Messer sind fantastische Werkzeuge. Ja? Also robust, sehr robust, also wirklich sehr gute Werkzeuge. Wieso muss ich jetzt wieder an Hühnchenschenkel denken? Okay, Leute, das war's von dieser Stelle hier aus Misiones in Argentinien. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.